Liebe Pokéfreunde, Ubito wieder hier. Ja, es geht mit XL-Pokémon im Halloween-Cup weiter. Mit Nidoqueen diesmal, Pionragi und Drift Zeppeli, also zwei neue wieder. Und wir legen los. Ach ja, übrigens, danke für die 600 Abos. Ihr seid die verrücktesten und gleichzeitig die besten Zuschauer, die man haben kann. Wollen wir nicht auf die 700 jetzt langsam zugehen? Wir schaffen das. Go, 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 go. So, jetzt wird aber erstmal gekämpft. Ich bin ein paar Punkte abgesackt, muss ich zugeben. Ich habe drei Sets mit Barrikadax in der Führung versucht, aber das hat absolut nicht hingehauen. Genau, sowas habe ich gekriegt. Voltula. Voltula habe ich gekriegt. Ja, hier brauche ich nichts befürchten. Aber der Gegner muss erstmal hier, ne, abschwächen. Ich muss ja nichts befürchten, wie gesagt. Ich gehe hier trotzdem auf Erdkräfte. Ja, gehe in mein eigenes Pionragi. Ich habe immer noch massig Energie auf Nidoqueen. Muss ich mir hier erstmal noch nichts befürchten. Irgendwie verliere ich im Moment hier jeden Ladeattackenleistand, oder? Warum ist das so? Okay, ja, Matschbombe macht zwar mehr Schaden pro Energie, aber ich glaube, zwei Knöpfer sind besser. Auch Verteidigung absenken kann. Genau. Genau, Wechsel habe ich gebraucht. Kommt jetzt Voltula wieder rein? Das ist die Frage. Die kriegen Knirsche raus. Ich darf auch jetzt so nicht rauswechseln. Mein Driftzeppi hat keinen Bock gegen dieses Voltula. Ja, du musst einsetzen. Das nehmen wir hin. Und fein, komm. Wir gehen in den Nidoqueen. Und ich habe zu spät gewechselt. Kann man mal machen. Das könnte schon letztlicher Spuckball sein. Wir haben eine Erdkräfte ready, ne? Wir haben eine lästige Erdkräfte ready. Ja. Ja, das sollten wir gewonnen haben. Dann geht es wahrscheinlich wieder auf Sandgrab. Das ist ein Spukball, aber ich habe dich eher abgeschwächt mit Dingsköchen. Nö, das ist Sandkorb. Dann holen wir uns sogar ein bisschen extra Energie und spukballen jetzt hier mal rum. Also den ersten Kampf holen wir uns recht gut. Okay, setzen Erdkräfte gleichzeitig ein. Das sollte eigentlich locker ausreichen gegen ein Voltula. Bumm. Weg. Wird weggeerdkräftet. Hier, Steinkante in diesem Cup wäre auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Falls mal ein Frostedie oder ein Driftzippeli angerauscht kommen. Oder, ne, Apokalypse wird auch von Erdkräfte getroffen. Na, ich glaube, Giftzahn braucht man ja echt weniger. Außer natürlich gegen die Feen, natürlich. Weil gegen die Feen kommt ja hier Nidoqueen sehr, 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 sehr gut an. Okay, ein eigenes Nidoqueen, interessant.
Er gewinnt den Ladeattackengleichstand. Es ist immer in Ordnung. Ich werde aber nicht schilden. Ja, okay. Schildert er? Nö. Wir machen das so. Er muss eh auch auf Erdekräfte gehen. Doch, nö, sein Ernst? Aber ich kann ihn abschwächen, was Gutes. In der Verteidigung. Okay, ich muss bedenken, er hat eine Erdkräfte ready. Und ich verliere den Ladeattackenleerstand. Das muss ich bedenken. Mit Pion Draghi gewinne ich den. Na, hier kann ich nochmal durchlassen. Oh, Hauptsache er hat dieselbe Idee. Oh, eine Erdkräfte auf Nachtara wäre aber perfekt gewesen, ne? Oh, hätte ich gewusst, dass er dieselbe Idee hat. Ja, du wirst jetzt runterfahren. Ist aber völlig in Ordnung. Ich werde ja auch nicht mit Nidoqueen reinkommen. Das ist Schwachsinn, mit Nidoqueen reinzukommen. Ich gehe in Pion Draghi. Ja, könnte vielleicht Psychokinese unter Umständen sein. Aber es ist nur ein Schmarotzer, der macht gar nichts. Mhm. Ja, hier gehen wir gemütlich auf Giftzahn. Wir haben zwei Stück. Erdkräfte setzen wir hier jetzt gar nicht ein. Hier kriegen wir noch einen Giftzahn raus. Problem ist, wir haben Schild verbraucht, ne? Das Gute ist, gegen Nachtara können wir uns Energie holen. Aber es wird eklig. Au, zur Flucht ist eklig. Ja, ich muss versuchen runterzufahren. Und hoffen, dass da ein Geist-Pokémon rumschwebt. Nein, das ist ein Voltula. Hey, ich hätte Nidoqueen so gebraucht, ne? Och, come on. Hauptsache, er hat ein eigenes Nidoqueen vorne und ein Voltula hinten. Ja, das kann ich natürlich nicht mehr gewinnen. Da hätte ich 12.000 Energie gebraucht. Ja. 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 Mist. Ja, hätte ich eine Zuflucht geschildert, hätte er aber Anfallen erreicht. Also das konnte ich leider gar nicht mehr gewinnen. Wegen dem Nachtara. Er ist halt ein bisschen doof gelaufen, glaube ich. Maybe. Aber es ist ja nicht immer ein anderes Nidoqueen vorne. Ich hasse sowieso Nidoqueen Mirror Matches. Wir haben leider den Ladeattackengleichstand verloren. Das Problem ist, er hätte auch hinterher schilden können. Okay, das ist eine schöne Führung. Ja, das Vieh kann Surfer. Genau, erstmal die erste Attacke durchlassen. Wir gehen hier rein. Weil hier tut schon die Attacke hier weh, der Knirscher. Oh ja. Wenn jetzt ein Eisenschädel geflogen kommt, der tut so sehr weh. Okay, er hat eh Kreuzschere.
Ja, eine überleben wir. Natter, Nachthieb, Kreuzschere. Schildert er das? Das ist jetzt die Frage. Er schildert zum Glück. Wir gehen hier rein. Ah, es war eigentlich dumm. Ja, weil er eh auf Nachthieb geht, ne? Natürlich hat er einen X-Bot. Natürlich. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse diesen Gegner. Jetzt sitzt Steinkante. Respektiert aber auch keiner, ne? Dann gehen wir jetzt auf Erdkräfte. Ja, das tut weh. Ich werde hier nicht chillen. Genau wie ein Giftzahn. Dann kommt hier jetzt ein Giftzahn eingetrudelt. Wir kriegen hier Schaden auf das Vieh noch ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen können. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Kampf hier ist over. Ich versuche jetzt nochmal mit Eissturm, aber eigentlich kann er sowieso einen, glaube ich, noch tanken. Oh, ich habe doch die Schätze deaktiviert. Was soll das? Ach, ja. Ja, wir gehen jetzt. Hallo? Ja, genau. Standbildschirm und Attacken kommen an, okay. Ja. Hat der Gegner gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. War echt sehr, sehr gut gespielt. Ich gucke mal, dass ich die anderen Chats schnell deaktiviere. Okay, die sind ja aktiviert. Außer der eine hier. Ah, jetzt. Ach ja, muss ich mal glupschen. Na, das waren jetzt zwei nicht so gute Kämpfe. Ich hatte den Vorteil, ja. Aber ja. Och nee. Oh, bitte nicht. Wo kommen die Nidoqueen auf einmal her? Diesmal gewinne ich den Ladeattackenleistand. Sehr schön. Ich lasse durch. Okay, Gegner geht auf Giftzahn, das ist gut. Rüber. Ja, egal was kommt, das macht mir jetzt nichts. Erdkräfte perfekt abgefangen. Und ein Aquatyp, was sehr schönes. Ja, ich habe ihm leider jetzt einen Zug geschenkt, aber das ist nicht schlimm. Wir gehen direkt auf Spukball. Ich schilde ja auch zu nur zweimal, das ist mir egal. Okay, das ist der Spukball. Ja, sehr schön. Was kommt jetzt rein? Das sollten wir eigentlich in der Tasche haben. Ich glaube, ich gehe sogar jetzt nochmal in Nidoqueen. Das können wir eigentlich nicht mehr verlieren.
Ja, hier brauche ich nicht schilden. Hier ist schilden schwachsinnig. Weil ich habe ja noch Pion zu dem Druggy. Und sein Nidoqueen hat ja keine Energie mehr. Und hier gehen wir auch geschmeidig auf Giftzähne. Das müsste eigentlich schon fast reichen. Ja, wir lassen durch. Wenn es nur sein Giftzahn ist, dürfte auch nur ein Giftzahn sein, dann können wir ihn runterfarmen. Und haben zwei Giftzähne hier gegen Herr Truthahn. Eins. Und ich werde jetzt auch in Drift Zippli gehen. Ich schaffe da auf jeden Fall noch einen Eissturm. Den muss er auch schilden. Er ist zweimal abgesunken. Nidoqueen lebt noch. Und dadurch, dass ich schilde, gehe ich noch einen Eissturm hin. Wie gesagt, er ist zweimal abgesunken. Er kann das nicht mehr gewinnen. In keiner Welt mehr. Ja, das reicht auch aus. Also, Pion Draghi hatte Urlaub gemacht. Hat seine Base geschillt. Ein Hoch erstmal auf Pion zu dem Draghi. Der einfach gar nichts Effektives in diesem Kampf geleistet hat. Na gut, dass ich Giftzahn durchgelassen habe. Mein Nidoqueen hat meinen Ladeattackenlash dann gewonnen. Das war wichtig. Ich hätte aber auch Erdkräfte durchgelassen. Okay, dich will ich hier vorne am liebsten sehen. Lieber gegen Pion Draghi. Schnell rüber. Nee, so viel hast du noch nicht gemacht, oder? Ich meine, für Spukball ist es wenig. Wollte ich gerade sagen, mein Freund. Lüg mich nicht an. Lügen haben kurze Beine. Na, dann kann ich hier auf Eissturm gehen. Oh, ich hätte nicht in Gleichstand einsetzen dürfen. Ja, wir können hier alles durchlassen. Was ist aber... Okay, das ist ein Spukball. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber ist Tatsache in Ordnung. Wir gehen hier direkt auf Adcrafte. Ja, der ist weg. Was kommt rein? Oh, es war so klar. Ich hab's so geahnt. Ich hätte vielleicht auf Erdkräfte gehen. Ich weiß noch nicht. Ja, Erdkräfte wären es gewesen. Aber weißt du was? Wir gehen auf Giftzahn. Wenn er jetzt schildert, wäre super. Ja, der Schritt war wichtig und richtig. Ah, wie viel macht der Schlagbohrer? Oh, wir gehen rüber. Oh, ich hasse. Kavallanza, jetzt geht aber. Du hast einen Schmarotzerschimmer. Ja, das Matchup hier muss ich mit Energie verlassen. So viel ist sicher. So viel ist sicher. Ich.
Immer schön auf dem Matschbomb. Oh, leider hat der Schlagbohrer so viel Schaden gemacht. Ja, den müssen wir nochmal tanken. Ah, ärgerlich, ne? Oh, er kriegt noch einen hin, ne? Mh. Och, come on. Ja, es war so klar, dass er jetzt rübergeht. Ja, ich hatte nach Taras Energie auch nicht mehr drauf, ne? Er schildert das? Ja. Ja, okay, das habe ich selber weggeschmissen. Ärgerlich, ja, ich hasse Nachtara. Nachtara geht einen richtig auf den Keks in der Führung. Ja, das war kein so gutes Set, schade. Irgendwie finde ich im Moment kein richtiges gutes Team so wirklich. Ich hätte aber auch einfach auf Erdkräfte gehen sollen. Gegen Kavalanza und Nidoqueen einfach verrecken lassen. Entweder hätte ich eh ein Schild gezogen oder Nidoqueen wäre halt dann verreckt. Beziehungsweise hätte ich immer noch hinterher schilden können. Ich war ja im Energievorteil. Ach, so ärgerlich einfach. Okay, Kapokime. Mhm. Tanrak, ja. Ist in Ordnung. Weil wir gehen hier auf Erdkräfte. Wir gehen hier safe auf Erdkräfte. Schild ist da, okay. Ach, nö, nö, nö. Wir haben ja auch noch Pion Draghi. Ja, vielleicht war das doof, Nidoqueen einfach drauf zu gehen zu lassen. Vielleicht hätte ich gödern sollen. So, ich müsste runterfarmen können. Ah, was ist, wenn er ein Dings hat? Ein Toxic-Wack. Ich gehe rüber. Ich gehe gleich rüber. Das habe ich nicht vergessen, dass er Toxic-Wack haben könnte. Das war ätzend. Okay. Vielleicht hat er aber auch einen Geist. Ja, ich muss das schilden. Vielleicht hat er einen Geist-Pokémon auch. Wir haben ja gut Energie noch auf Drift Zibli. Oh, er hat ein eigenes Pion Draghi. Was aber in Ordnung ist. Tatsache. Wir haben noch Eissturm ready. Ja. Na, es wird ätzend hier. Hättest du nicht auch Krypto sein können? Oh, er hat Nassschweif. Wie widerlich willst du sein? Mhm. Ich gehe rüber. Ich habe hier zweimal Eissturm ready. Mhm, das war mir klar, dass du schildest. Oh, ja, genau. Oh, nee, das Vieh überlebt das bestimmt, oder? Bei meinem Glück. Ja, natürlich. Ja, ah, da hatte ich zu wenig Leben mittlerweile, ja. Irgendwie läuft's nicht.
Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es sind irgendwie nicht meine Tage aktuell. Ich muss gucken, was gut ist, um wieder hochzukommen. Mir wurde vorgeschlagen, Primarene oder wie heißt es? Kapokime und oh, ich komme nicht auf den Namen. Primarene. Bloß mit Kaskade. Oh, Flodges, das ist super. Dich sehe ich hier vorne gerne. Du hast eine Blattgeißel, was mir schadet, das ist in Ordnung. Und ich habe perfekten Konter gegen dich. Und ich werde die direkt gleich auf Spukball klatschen. Ja, Matschbombe macht ja nicht viel. Gehe auf richtig viel schön Energie. Nidoqueen hat hier richtig Bock. Nidoqueen hat hier richtig Bock. Oh, das kannst du nicht gewinnen. Du hast sowas von verloren, mein Freund. Ach ja, hier auf Eissturm. Das kann der Gegner hier nicht gewinnen. Genau, Shit haben wir nämlich gezogen. Okay. Ist in Ordnung. Das verlierst du aber. Ich brauche hier nichts schön. Wie viel macht eine Blattgeißel? Falls du sie. Was? Psychogenese? Willy? Ah, die überlebe ich so. Wir gehen auf Erdkräfte. Okay, Tanrak gewinnt den Ladeattackengleichstand gegen Nidoqueen. Interessant. Ja, es war mir klar, dass du Nassschweif einsetzt. Ich glaube, Pion Draghi macht hier jetzt auch Urlaub. Okay, du schüttest nicht mal. Perfekt. Na, ja, hätte auch fast, sage ich mal, zwei Erdkräfte gehabt. So ist es ja nicht. So, der Kampf lief jetzt schon mal besser. Also, gucken wir mal. Ja. Slimeok, okay, mit der Attacke interessant. Ist aber in Ordnung, ich habe noch einen Konter gegen dich. Gegen Giratina. Ah, dieses Slimeok ist natürlich extrem nervig. Aber er muss eigentlich nochmal einsetzen. Ja.
Er muss nochmal einsetzen. Wäre es mit der Giftattacke Sofortattacke gewesen? Hier brauche ich ja nichts, sich nicht mehr zu schilden. Ja. Ich glaube, hier fahre ich jetzt auch einfach runter. Perfekt. Ja, hier muss ich mit Giftzahn erstmal arbeiten. Ist aber vollkommen okay. Jetzt machen wir eine Erdkräfte. Und jetzt gehen wir rüber. Es war so klar, dass dieses Vieh irgendwo hinten ist. Oh, ich hätte einfach in Pion Draghi zuerst gehen sollen, ne? Ja, ätzend. Wir müssen unser Pion Draghi irgendwie am Leben halten, ne? Sei es so, wie es ist. Ja, war mir klar, dass du schön. Ja, ich werde hier schön. Ja, ich schenke ihn leider einen Zug. Aber ich glaube, den Kampf kann ich nicht mehr gewinnen, oder? Okay, doch. Die Drachenklaue überlebe ich. Die Drachenklaue überlebe ich. Doch nicht? Was? Okay, ich hätte gedacht, dass ich die überlebe. Ach du, liebe Güte, ich dachte, ich überlebe die Drachenklaue. Ach, hier überlebe ich es. Naja, okay, hier bin ich auch kein Krypto. Ah, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich die jetzt nicht mehr überlebe. Ich wollte mir eigentlich noch. Ja, ich hätte hier sonst Erdkräfte wahrscheinlich geschafft, wenn ich. Also, ich hätte auf Knirscher noch aufgebaut bei Pion Draghi. Dann. Ah, schwierig. Ah, ich hasse Giratina Führung. Kann ich irgendeine Fee kommen? Kavalanza ist auch so nervig. Da brauche ich eigentlich Drift Zeppli gegen. Er hat mich mit diesem ekelhaften Slimer gekontert, ne? Aber wäre ich in Pion Draghi gegangen, hätte ich ein paar Schilde gezogen. Okay, das ist ja vollkommen in Ordnung, die Führung. Die mag ich. Giftzahn kommt. Ja, wie schön. Wir müssten eigentlich jetzt runterfahren können. Oh, Genesekt. Ich weiß leider nicht, welche Blasattacke er hat, ne? Ich gehe trotzdem hier in Drift Zeppeli. Soll ich das schilden? Okay, Magnetbombe. Magnetbombe geht vom Schauen. Und mit Kreuzdings, also mit Zornklinge macht er mir nicht viel. Ja. Spukball kommt. Würde ihn rausnehmen. Nimmt ihn auch raus. Perfekt. Jetzt kommt wieder das Vieh und farmt mich runter, ne? Ist aber in Ordnung erstmal.
Eissturm hätte ich noch gerne geschafft. Oh, Xerox. Ich hätte... Warum gehe ich nicht auf Erdkräfte? Okay, weil er ihn nicht schildert. Okay, er hat Kreuzscher. Oh, die haut rein. Ah, der Knirscher wird jetzt auch reinhauen, ne? Oh ja. Ich glaube, ich kann runterfahren, ne? Ich hoffe, ich kann runterfahren. Ja. 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 Die Matschbombe kommt. Okay, es scheint ein Ladeattacken gleich schon zu sein. Kapokimio ist weg. Perfekt. Ja, ich habe heute auch 0 zu 5 leider gespielt. Richtig ärgerlich. Also heute war kein guter Tag zum Spielen. Dabei war ich bei 2,7. Bei Bestzeiten im Moment dieser Season war ich bei 2780. Na, vielleicht hätte ich einfach bei Frostetion und so bleiben sollen. Ich will nicht euch immer dasselbe Team vorsitzen. Das wird ja auch irgendwann langweilig. Jo, Nidoqueen gegen Aerokax. Das ist schon mal gut. Das gewinnen wir auf jeden Fall gegen Aerokax. Gehen hier auf Giftzahn. Werden hier nichts schilden. Zum Beispiel mal Rotzer tanken wir auf jeden Fall. Oh. Warum haben wir jetzt eine Attacke dazwischen gekriegt? War das nicht schon ein Ladeattackenleinstand? Joa. Gib mir schon mal Rotzer. So, Giftzahn kommt. Ja. Wir schilden hier nichts. Wir können ja mit irgendwas dann auch runterfahren. So ist es ja nicht. So, was kommt denn? Ich muss schnell sein. Eine Sofortattacke und gleich einsetzen. Ja, hier lohnt sich mit Giftzahn mehr. Lass uns auch hier runterfahren. Also noch ein Unlicht-Pokémon. Das ist schon mal perfekt. Und dass wir auf Nachtara Schaden kriegen, ist noch umso besser. Oh, bitte nicht dreifach Unlicht. Das wäre... Ja, wir werden hier nicht schön. Finster auch nur, okay. Pff. Guck mal, was ich hier habe. So, jetzt muss ich auch nicht mehr Steinkante fürchten, falls sie kommen sollte. Er schildert, okay. Soll er machen. Ah ja, Steinkante, ja. Dann gehen wir diesmal auf Spukball. Er schildert nochmal, okay. Und schildern wir diesmal auch. Kein Problem. Ah ja, jetzt macht der Herr einen Giftzahn, ist okay. Hat er auch gut abgefangen, okay. Gegen Pion Draghi hat er ja auch nichts nennenswertes.
Wertes. Weil ich werde jetzt hier einfach runterfarmen. Und gut ist, wenn er nur mit Finsteraura ankommt. Ich farm ihn runter. Ich farm ihn definitiv runter, Leute. Mir egal, was ihr da sagt. So, jetzt muss er irgendeine Attacke einsetzen. Womöglich haben wir den Attackengleichstand jetzt gewonnen. Zwei Knöscher sollten jetzt auch reichen. Ja. Ja. Verteidigungsdenk hätte ich jetzt zwar nicht gebraucht, aber besser ist es. Ja. Konnte der Gegner nicht mehr gewinnen. Trotz, dass er den Spukball sehr gut abgefangen hat. Vielleicht hätte ich auch auf Eissturm einfach gehen sollen. Das hätte auch Schaden auf Nachtara ein bisschen mehr gemacht, aber ja. Wir sind wenigstens im letzten Set heute hier positiv. Kriegen ein Paragoni. Noch bleibt doch drin. Und geh mal nicht auf den Keks, Mr. Paragoni. So, der ist jetzt drinne. Ja, kein gutes. Und ein paar Punkte haben wir wieder gut gemacht. Aber wir haben wenig Punkte gerade gekriegt, ne? Hm. Das Team versuche ich morgen nochmal. Vielleicht schlägt das morgen besser noch ein. Nidoqueen ist gar nicht mehr so schlecht. Oh, Metagross wurde aus der Arena geschlossen. Juhu, 50 Münzen. Naja, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.